Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Motovlog Nummer 1, 2, 3, 4, 5 glaube ich, vielleicht auch 4. Heute mal ein bisschen kurz auf der Landstraße unterwegs, auf dem Weg nach Hause. Ja, eigentlich kein besonderes Thema, heute einfach mal so ein bisschen schnacken. Obwohl halt doch. Ja, die Frage ist, oder was heißt Frage? Wie soll man das sagen? Als ich mit dem Motovlog angefangen habe, weil ich fange ja jetzt gerade an, ist es, wenn man im Helm mit sich selbst spricht oder versucht zu sprechen, ne? Das ist ein ganz, also ich finde das jetzt für mich, das ist ganz komisch. Also mal erstens man redet und dann hat man auf einmal einen Hänger und dann weiß, wo war man eben, was hat man eben schon gesagt und dann wiederholt man sich, muss doch schon richtig nachdenken, ne? Und das, manchmal kommt man sich dabei echt blöd vor. Also ich wette, das wird vielen, die damit auch anfangen oder es noch anfangen wollen, am Anfang sehr ähnlich gehen. Also ich bin jetzt auch noch ziemlich am Anfang und am Anfang denkt man sich wirklich, oh, scheiße, was sagst du denn jetzt? Das hat man doch in meinem, ich glaub, einem Vlog oder zwei Vlogs vor diesem hier gemerkt, dass ich da manchmal voll die Hänger hatte. Auch jetzt gerade eben musste ich kurz überlegen. Ich hoffe, das stellt sich mit einiger Zeit ein. Aber meistens entscheide ich mich, wenn ich einen Motorblock mache. Oh, das ist ziemlich windig heute. Ich hoffe, ihr habt diese Windgeräusche nicht. Letztes Mal hattet ihr die ja auch relativ wenig, obwohl ich eigentlich dachte, ihr habt gar nichts. War ich auch sehr überrascht. So, back to topic. Ja, das wird sich selber reden. Das ist echt ungewohnt. Am Anfang, man kommt sich echt tierisch blöd vor. Mittlerweile stört mich das gar nicht mehr. Es ist aber trotzdem echt ungewöhnlich. Also, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, ne? Man kommt sich dabei doof vor. Oh, ich muss tanken, sehe ich gerade. Ja. Also, es kostet ein bisschen Überwindung, finde ich. Man muss auch ein paar Versuche machen, bis man die richtigen Einstellungen hat für das Setup mit dem Mikrofon, das mit der Kabellage im Helm. Also, in meinem ersten Motorblock war das eine totale Katastrophe. Im zweiten ging das. Im dritten auch. So, und es wird stetig besser. Aber man muss sich, bevor man losfährt und das richtig macht, oder sich weiß, sagt, heute mache ich einen Motorvlog. Ich weiß nicht, wie das die meisten machen, aber ich glaube, ich mache mir fürs nächste Mal echt so einen kleinen Plan. Also den nehme ich jetzt nicht mit und hänge mir einen Zettel vorne in die Maschine rein, wo ich dann ablese, ach ja, jetzt will ich das und das machen. Das nicht, aber ich will mir vorher, glaube ich, überlegen, wie und was und worüber ich sprechen will, ne? Also einfach so drauf losplappern ohne Thema, dann hat man sehr oft Hänger. Zumindest hatte ich das in meinen ersten beiden oder ersten drei. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch Motovloggt und damit angefangen habt, wie oder wie euch das in den ersten Stufen vorkam, alleine im Helm zu reden. Ihr wisst, dass ihr in dem Hinterkopf zu wissen, dass ihr das filmt und hochladet. Höchstwahrscheinlich. Ich meine, wenn man sich das vorher anguckt, bevor man es hochlädt und merkt, man hat eine Totalkatastrophe hochgeladen oder erstellt, dann ist es natürlich, ja, ob man es dann hochlädt. Ich habe meinen, weil, ne, ist so eine Sache, ich habe meinen ersten auch hochgeladen, das ist auch eine Totalkatastrophe. Aber das war halt einfach mal zu gucken, hey, wie geht das, wie macht man das? Ja. Schreibt das mal in die Kommentare und sagt mir mal, wie ihr das findet oder wie ihr damit umgegangen seid in eurem ersten Motovlog. Lasst einen Daumen da und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und folgt mir auch auf Instagram, Button im Video und unten in der Beschreibung. Wäre auf jeden Fall sehr geil. Instagram bin ich ein bisschen aktiver als auf YouTube, weil ich komme nicht so oft zum Fahren und Motovlogs machen. Das lässt halt mein Job nicht zu. Heute ausnahmsweise mal ja. So, deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, wenn nicht, dann nicht, Abo wäre auch sehr cool,
Für Tipps und Verbesserungsvorschläge bitte immer in die Kommentare. Ich nehme das alles zu Herzen. Ich werde es versuchen umzusetzen und besser zu machen. Also bis dann und zum nächsten Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.